Handwerk schreibt Geschichte und Geschichten. Eine 1822 gegründete Tischlerei im Hunsrück und der goldene Meisterbrief des Seniorchefs sowie die Restaurierung eines 1762 gebauten Hauses an der Ahr stehen im Mittelpunkt der aktuellen Sendung HWK-TV. Dickenschied im Hunsrück. Mit seinem Meisterbrief hat der 1936 geborene Hubert Christ hier ein Stück familiäre Unternehmensgeschichte mitgeschrieben. Bereits 1822 gründeten seine Vorfahren eine Tischlerei, die dann von Generation zu Generation weitergeführt wurde. Dabei ging es nicht nur um die handwerkliche Tradition, sondern auch um die Nachkommen selbst. Denn damals war besonders wichtig... Hieß ja damals immer, muss ein Sohn, muss man schon haben. Sonst ist das schon schlecht. Weil heute, da können die auch ein Mädchenschreiner werden. Egal, aber damals ging das, da war das nicht drin. Mein Vater wollte zwar mindestens zwei Söhne kriegen. So, aber das erste war ein Mädchen. So, der zweite kam ich dann. Dann wollte er wieder noch einen Jungen haben. Wer kam? Ein Mädchen. Und der dritte, der vierte, ebenfalls ein Mädchen. Da hat er Schluss gemacht. So, und da war ich allein. Früher hat das Mittel immer geheißen, der Erstgeborene bleibt doch daheim, der kriegt den Betrieb. Der Erstgeborene war also ein Mädchen. Also muss ich das machen. Da ist nicht gefragt, wo willst du da so weiter. Das war halt eben so. Die Berufswahl verlief für Hubert Christ also ausgesprochen demokratisch. Und der junge Tischler entwickelte sich ganz prächtig in der so vorbestimmten handwerklichen Laufbahn. Der Ausbildung folgten Gesellenjahre, dann über 4 Jahre die Meisterschule. Der Meisterbrief war ein Muss und Hubert Christ hielt ihn 1965 in den Händen. Der Meisterbrief, ja, damals hat es ja geheißen, muss wirklich einen Meisterbrief machen, hinkommen, Lehrlinge ausbilden, musste den Meisterbrief haben. Und dann kam der Hammer dazu. Ich habe den Meisterbrief gemacht, da war ich 29 Jahre, im Mai. Und in demselben Jahr, Dezember, ist mein Vater gestorben. So, und da war ich allein. Bis dato von dem ganzen Betrieb hier wenig Ahnung. Hinzu kommt der schriftliche Verkehr. Da hat er ja alles selber gemacht. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Und der 29-jährige Hubert muss nicht nur als Handwerker kräftig anpacken, sondern auch Buchhaltung, Kalkulation, Einkauf oder Abrechnungen meistern. Eine Herkulesaufgabe. Doch die Tischlerei Christ entwickelt sich erfolgreich weiter. Und der Betrieb wächst, wie auch der Kundenkreis. Auch innerfamiliär werden ideale Grundlagen gelegt. Mit den 2 Söhnen Andreas und Markus wachsen die Nachfolger heran, die nach ihren Meisterprüfungen 1989 allmählich das Steuer übernehmen. Heute ist das Feld bestellt und der 79-jährige Seniorchef kann zufrieden auf das Werk von Jahrzehnten und Generationen zurückschauen. Und auch eine der größten Sorgen seiner Vorfahren ist ausgeräumt. Denn Söhne gibt es reichlich unter den Enkelkindern. Auch wenn das erste ein Mädchen war. Ja, wie das Kind auf die Welt kam, das sagte ich, geht das schon wieder los mit der Wehe, wir brauchen da Söhne. Ja, aber demnach kamen ja noch, wie viel wird das da, 3, 4 lauter Jungs. So zu sehen, ich kann ruhig abkratzen, kein Problem. Ich habe alle meine Vorfahren jetzt schon überlebt, das schon immer. Und wenn ich so weiterdenke, wie ich jetzt bin, könnte ich 100 werden. Fertig. Nicht fertig, sondern mittendrin befindet sich die Restaurierung einer historisch außergewöhnlichen Immobilie im kleinen Örtchen Marienthal, zwischen Dernau und Ahrweiler gelegen. Vor fast 900 Jahren wurde hier eine Klosteranlage gegründet, die ab 1762 um ein Äbtissinnenhaus ergänzt wurde. Jetzt, 250 Jahre nach dem Neubau, der über Unterlagen des Landeshauptarchives in Koblenz sehr gut dokumentiert ist, führt die heutige Eigentümerfamilie erstmals eine grundlegende Überarbeitung des Hauses durch. Alles vom Mauerwerk über die Balken bis hin zum Dach wird überarbeitet. Dabei kommen Fachbetriebe aus dem Handwerk zum Einsatz, die auch über Zusatzqualifikationen wie den Restaurator im Handwerk verfügen. Die Handwerkskammer Koblenz bietet entsprechende Lehrgänge an.
Das ist der Restaurator im Handwerk. Wir haben das für die Bauhauptgewerke, also Maurer, Zimmerer, aber auch für Tischler und Maler im Angebot. Und das ist eine Fortbildung, die sich in einen fachspezifischen und einen fachübergreifenden Teil gliedert, wo also genau die eben angesprochenen Aspekte angesprochen und geschult werden. Dabei unterscheiden sich die handwerklichen Arbeiten im Neubaubereich und dem der Erhaltung historischer Bausubstanz ganz erheblich. Die Aufgabenstellung ist halt eine komplett andere als im Neubau. Wenn wir jetzt hier beispielsweise mal das Zimmererhandwerk nehmen, dort kommen Arbeiten jetzt zum Tragen, die so gar nicht mehr vorkommen, in der Meistervorbereitung eigentlich nicht mehr Thema sind. Heute ist eben das Aufgabengebiet eigentlich ein ganz anderes. Wir gehen mit CNC-Maschinen ran und Abbundprogrammen. Und hier sind Detaillösungen gefragt, die man so in der Praxis sehr, sehr selten ausführen muss. Handwerker sind nun am Äbtissinnenhaus von Marienthal vor die Herausforderung gestellt, alte Bausubstanz, wenn möglich, zu erhalten und aufzuarbeiten. Und dort, wo der Zahn der Zeit in 250 Jahren irreparable Schäden hinterlassen hat, entsprechenden Ersatz anzufertigen. Eine Aufgabe, die im Dachbereich die Zimmerei Harnisch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler übernimmt. Ein Betrieb, der als Restaurator im Zimmererhandwerk qualifiziert ist. Die Arbeit durch das historische Gebäude, es ist auch eine Reise durch 250 Jahre Geschichte, die spannend und abwechslungsreich ist. Denn nach dem Erhalt des Gebäudes auf dem Klosterkomplex ergänzt seit 1910 eine Villa das Ensemble im ehemaligen Klostergarten und veränderte den Lauf der Dinge. Zunächst an den Eisenbahnfiskus verkauft, wurde das Gebäudepaar später zu einer Landwirtschaftsschule. Ab 1953 Bundesschule des Technischen Hilfswerkes. 1965 zog die Verwaltung des Regierungsbunkers ein, ständig beobachtet durch die DDR-Spionage, die so für eine beeindruckende Fotosammlung des Äbtissinnenhauses in Ost-Berlin sorgte. Mit Schließung des Regierungsbunkers und seinem Rückbau wurde die Liegenschaft verkauft und befindet sich seit 2010 in Privatbesitz. Ein Segen für das altehrwürdige Haus, das nun erstmals seit 250 Jahren eine umfangreiche Restaurierung genießt und in neuem, alten Glanz erstrahlt. Voraussetzung dafür ist sicherlich auch Liebe für historische Gemäuer und Idealismus, denn rein finanziell gesehen ist ein Neubau sicherlich die günstigere Variante. Wie es hier weitergeht und welche Spuren das Handwerk an dem Marienthaler Haus hinterlassen wird, wird HWK-TV auch zukünftig verfolgen. Beim Blick nach vorn wirft die 10. Nacht der Technik am 7. November ihre Schatten voraus. Zwischen 13 Uhr und 1 Uhr nachts werden die Zentren der Handwerkskammer Koblenz in der August-Horst-Straße 6 bis 8 offen stehen und laden mit einer Mischung aus Unterhaltung, Wissenschaft, Experimenten, Vorträgen und lebenden Werkstätten ein. Kommen, sehen, staunen und erleben. Die Mischung aus Information und Spaß kommt traditionell bei jungen und auch älteren Besuchern gut an. Mehr Infos unter www.nachdertechnik.de.